Herzlich willkommen zurück, ihr Lieben, zu einer weiteren Folge Bomberkuh. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt und ich freut mich, dass ich wieder eine neue Folge bringen kann. Ja, ich war leider etwas krank und deswegen kamen keine neuen Folgen. Und ja, das ist ja ein Community-Let's Play, ne? Das heißt, wenn ihr was wünscht oder ihr möchtet mit irgendwas geändert haben, dann mache ich das natürlich. Moment, kaum keine, deswegen, also keine Kommentare großartig, deswegen legen wir heute los. Ich habe heute mal den Grundanstrich geändert. Ich hoffe, es gefällt euch. Aber nicht lange geschwafelt, ab in die erste Mission. Und wir hatten ja gesagt in der letzten Folge, genau, Baustelle Lacquer Blue wollen wir ja wieder mal zerlegen. Ja, dann machen wir das. Los geht's. Es wird eine heftige Mission, ihr wisst das. Mit den ganzen Arti, Quatsch, mit den ganzen Arti, sag ich schon, Flak-Schuss und so weiter. So, der lädt erstmal nach. Du gehst mal hier runter. Du lädst auch mal nach. Also, du, ja. Du setzt mal gleich hier runter. Weil sie ist schneller, sie kann schneller Munition holen. Gehen wir hier rein, zack. So, und dann sie auch eine Felix Bäuerle. Gehen wir, also nicht sie, sondern er. Ist ja ein ER jetzt. Wir haben ihn umgeoperiert. So, oh, was ist denn das? Ach, da kann er, können wir den nicht mehr rausnehmen, oder was? Das ist gut. Das ist gut. Das finde ich klasse. Da kann uns das nicht mehr passieren, dass wir abstürzen. So, wir legen mal los. Sieht da eigentlich nicht schlecht aus, die Maschine, so, oder? Ich find's nicht schlecht. So, Fahrwerk einfahren. Ist auf jeden Fall mal was Neues, würde ich mal sagen. Ja, Baustelle, das ist, ja, das ist natürlich die heftige mit dem Flakbeschuss. Alter Schwede, ich freue mich jetzt nicht drauf. Ich hoffe mal, dass wir das irgendwie gebacken kriegen. Wir fliegen erstmal in diese Richtung. Unsere Crew muss natürlich mit Laufleveln 5, 5, 5, alles 5er. Spätestens mit Level 7 sollte man dann die große Mission machen hier mit der, also die nächste Mission, dass wir hier weiterkommen in dem Kampagnenfortschritt. Ja. Fliegen wir erstmal zur nächsten Mission, ne? Können wir ein bisschen vorspulen. Ah, auf geht's. Mittlere Höhe erreicht. Navigator hat keine Fokus, das ist natürlich toll. Setze ich mal hier vorne hin. Wegen Marker einstellen. Marker. Dass wir genug Treibstoff haben auf dem Rückweg. Falls es wieder zu heftigen Auseinandersetzungen kommt. Hast du gerade was gesehen? Wir machen mal kurz niedrig und einen Sturzflug. Gucken, wo das Ziel ist. Und gehen dann wieder auf mittlere Höhe. Ah, oh, und hier unten regnet es natürlich, das ist klar. Aufklärung, Funk. Da ist es. So, mittlere Höhe, ab mit dir, hoch mit dir wieder. Wir dürfen auf jeden Fall nicht ins Flakfeuer reinkommen. Ach, wir sind schon drin, ist ja toll. Au, au. Naja, noch ist nicht getroffen. Das Ziel ist vor uns. Oh je. Wir fliegen hier mal drüber, versuchen da wieder von hinten anzufliegen. Wie wir es schon mal gemacht haben. Wenn es zu heftig wäre, brechen wir das Ding ab. Wie viele Flugzeuge sind denn hier? Nein, das war nicht dein Ernst, oder? Funk ausgefallen. Lauf, Süße, lauf! Süßer, Süßer, nicht Süße. Der Felix, Entschuldigung. Mann, ich muss mich da gewöhnen. Klimo hat doch nichts zu tun. Tobias Sony, Wurst hier auch nie. Exos hält strikt den Kurs. Und der Blitz eingeschlagen, sehr toll. Und der Mond scheint auch. Dass die Flugzeuge uns hier angegriffen haben, ist ein Wunder. Ja, wir sind irgendwie. Wir gehen mal auf niedrig.
müssen wieder runter. Ich sehe ja nicht. Scheiße. Würde ich sagen, da geht der wieder. Ey, lass mal jetzt hier drinne. Nein, bleib da drinne, Tobias. Treibstoff haben wir noch für 52 Minuten. Ach, das reicht, hoffe ich. Bilder ist abgekriegt, haben wir schon. Na, es geht eigentlich. Ja, ich glaube, das ist Map-Ende. Sieht stark danach aus. Soll jetzt wohl keinen Kurvenzieher machen, aber ist egal. Ich wollte eigentlich Sturzflug haben, dass er schneller nach unten kommt. Ja. Optionale Gelegenheit zum Aufklären, hat er mir gerade gesagt. Müssen wir mal gucken. Und das Shift. So, Luke ist offen. Und ich hoffe jetzt, dass wir ans Ziel rankommen. Ach, erstmal ein Foto schießen oder was? Ja, nehmen wir mit. Hoffe ich zumindest. Wenn wir schon mal da sind. Die Flak räumt dort hinten schon wieder rum. Eigentlich theoretisch bei Flakfeuer durften sich eigentlich keine Jäger annähern, weil es einfach viel zu gefährlich wäre. Nein, theoretisch. Oh, nee. Hab ich schon gemacht, oder? Irgendwie hat's nicht fotografiert, das Ding. Aber hat die nicht fotografiert? Oh je. Oh, Klappe schließen. Ab nach Hause, Alter, hier ist was los. Jetzt geht's richtig ab. Ich sehe keine Flugzeuge, ich sehe bloß noch Punkte. Oh, au, 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 wo ist die? Schwer angeschlagen, wo ist die? Schnell ins Krankenbettchen. Du gehst mal hinter. Geh hinter! Ja klar, jetzt muss noch was kaputt gehen. Junge, 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 Junge. Was denn mit Klimo? Schießt der auch mal? Und dann brennt der Motor. Sturzflug zum Löschen. Junge, 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 geht das hier ab hier. Alter! Wir könnten eigentlich unten bleiben. Ja, was ist jetzt wieder? Hier geht alles im Arsch. Felix, könntest du jetzt mal beeilen? Wir haben Probleme. Kann er jetzt noch navigieren? Ja, navigieren geht noch. Aber wir können wahrscheinlich das Fahrwerk nicht ausfahren. Die hat auch was abgekriegt, aber ganz schön, du. Ja, wir haben die Mission
Ziel ist zerstört, ja, aber auch nie mehr. Da unsere Landebahn. Und Fahrwerk ausfahren. Na, das Maschinen reparieren wir jetzt nicht noch. Das will Tobias heilen. Treibstoff hätten wir noch gehabt, ein bisschen. Gucken wir mal vor. Aber sieht ja nicht schlecht aus, die Farbe, ne? Das kann man noch besser durchgucken, wenn was passiert. Na, der eine Propeller macht ganz schön Probleme, ne? Der guckt bloß noch vor sich her. Wenn der noch nicht abfällt, wäre ein Wunder. Auf jeden Fall haben wir die Mission abgeschlossen, das ist gut. Wir haben zwar fast Wursti verloren, aber wir hätten immer noch Sunny-Pakete da gehabt. Und falls Feuerlöscher haben wir auch, und Fallschirm haben wir auch. Eins, zwei, ja, ein paar Fallschirme haben wir auf jeden Fall an Bord. Wunderhübsch. Haben wir die Mission abgeschlossen, glücklicherweise. Es war heftig, ich dachte, es ist mehr Flugzeuge in der Nähe, aber es ging. Das Foto haben wir nie gekriegt, warum auch immer. Felix Spoiler werden wir wieder schneller machen müssen, indem wir das andere Upgrade ihm geben. Neue Fähigkeiten automatisch markieren? Oh, schön. Das ist ja geil. Unser Funke kann jetzt automatisch markieren. Das ist gut. So, wir gucken jetzt erstmal bei uns beim Felix. Und zwar komplett Voreinstellung. Einfacher Ingenieur, da ist er deutlich schneller. Ist natürlich aber auch ausrüsten. Ist natürlich die Gefahr hoch, dass er weggeschossen wird, weil ja. Es geht aber nicht anders, wir müssen es so machen. Weil wir brauchen schnellen. Bäuerle ist ja unser schneller Sprinter. So Training könnte man machen, machen wir aber nicht, weil da geht die XP verloren. Wir haben jetzt Stufe 6. So, Flugzeug. Motoren. Haben wir ja das Beste eigentlich schon drin. Oh, Standardmotor. Standardmotor 4. Wir können noch. Wir haben eigentlich genug. Last im Moment. Rumpfpanzerung. Bug. Mitte. Heck. Nase. Dann machen wir hier auch nochmal was rein. Zack. So, Ausrüstung. Das kostet uns 1000. Was haben wir denn im Bug drin? Ne? Da haben wir bloß eins. Das tun wir mal aufrüsten. Da haben wir noch einen zweiten Fallschirm drauf. Bugmitter haben wir auch einen Fallschirm. Heckmitter haben wir den Sunny-Kasten und hinten das Ganze. Gut, okay. Passt. Gut. Ab zum nächsten Briefing, würde ich sagen. Also die Farbe gefällt mir eigentlich sehr gut. Muss man mal so sagen. So. Diese Operation, wollen wir die schon anstellen? Ich denke nicht. Das ist noch zu schwierig. Bremer Panzerfabrik hätten wir noch mal im Angebot. Und Treibstofffabrik in Brügge. Risikomission. Feindliches Ass im Missionsgebiet. Och, versuchen wir den nochmal runterzuholen, oder? So. Der geht wieder hier vorne hin. Warum sie das Foto nicht gemacht hat, verstehe ich nicht. So, dann wieder schließen, abheben, mittlere Höhe. Ja, Felix ist unser Sprinter. Wir könnten natürlich auch alle ausrüsten, so, aber das wäre ja Blödsinn.